Hallo und herzlich willkommen bei Fragrance Couple. Ich bin John. Ich bin Steffi. Und heute haben wir einen richtigen Knaller für euch. Oh ja. Und zwar die Spice Bomb Extreme von Victor und Rolf. Ja, der Duft ist aus den Jahre 2015 und ist ein Eau de Parfum. Nice. Mhm. Wie würdest du sagen, wie riecht der? Ich muss ihn nochmal riechen. Würzig, holzig, spicig. Und sehr orientalisch. Orientalisch. Ja, sehr orientalisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Duftnoten haben wir euch auch schon mal rausgesucht. Die Kopfnote ist Grapefruit, Piment und Pfeffer. Mhm. Die Herznoten sind Zimt, Kreuzkümmel und Safran. Okay. Und die Basisnote Tabak, Amber, Vanille und Rose. Cool. Riecht denn Safran? Safran, das ist doch, gibt es doch diesen Kuchen, Safrankuchen. Okay. Safranbrötchen. Gut. Das ist lecker. Der Flakon, der sieht aus wie so eine Handgranate. Das sind ja die meisten Parfüms von Victor und Rolf, oder ehrlich sogar alle, sehen so aus wie so eine Handgranate. Mhm. Man hat dann hier diesen, auch so eine Art Nippes. Nippes! Den man rausziehen kann. Nippes. Und genau. Dann kann man den Duft sprühen, wenn man das rausgezogen hat. Mhm. Die Haltbarkeit von dem Parfüm ist wirklich sehr, sehr gut. Cool. Na, ich hatte den ja mal, also schon öfters schon aufgelegt. Und an Jacken zum Beispiel hält er echt sehr, Ewig, sehr gell? Lang. Na, das ist schon krass. Mhm. Also an Kleidung wirklich eine sehr gute Performance. Hammer. Anlässe. Für diesen Duft wäre jetzt zum Beispiel, wenn man in den Club geht, um aufzufallen, definitiv. Ja, weil man hebt sich da von allen anderen Parfüms richtig ab. Ja, sind ja oft mehr so diese sweeten Parfüms wahrscheinlich unterwegs. Ne? Ja. Hier ist ja was richtig Bombiges. Richtiges, Würziges. Würziges, ja. Und auf jeden Fall auch für kalte Jahreszeiten gedacht. Ne? Für Winter, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist oder sonstiges. Oh, ja. Was man im Winter machen kann, ist das auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Duft. Nice. Ja, Komplimente habe ich davon bei meinem Schatzi schon bekommen. Ja. Ansonsten hatte ich jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, den woanders zu tragen. Ja. Und dann lass uns den mal bewerten. Soll ich anfangen? Gerne. Ich bin ja schon die ganze Zeit hier dran. Also, ich gebe ihm auch eine 9,5. Okay. Warum? Ja, geil halt, ne? Geil halt. Was soll man dazu sagen? Ja. Wo hab ich denn? Da. Oh. Ups. ja. Ja. Nee, Hammer. Von mir auch. Von mir eine 9. Ne? Wirklich super Haltbarkeit. Richtig, richtig gut. Mhm. Und halt ein sehr interessanter Duft. Ich hatte den mal, oder wir hatten den ja im Müller das erste Mal getestet. Ja. Und da war ich ja richtig begeistert von denen. Hab mir den auch direkt bestellt, weil ich den so gut fand. Nicht schlecht. Und genau, kennt ihr diesen Duft? Habt ihr diesen Duft? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüssi.